Das würde ich ja selber nie machen. Klar denkt man, da ist die dumm. Willkommen zum bereits vierten Teil meines Question and Answer Frage- und Antwort-Video. Videos. Mein Gott, es fängt ja gut an. Gut, ich starte mit euren Fragen. Und zwar fragt Vario Cat, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, könntest du dir vorstellen, bei Sturm der Liebe mitzuspielen? Was halten deine Freunde davon, dass du bei Rote Rosen mitgespielt hast? Magst du Harry Potter und welche Serie, welchen Film würdest du gerne mal mitspielen? Sturm der Liebe. Also, grundsätzlich klar kann ich mir das vorstellen. Ist ja jetzt auch kein anderes Format als Rote Rosen. Ja, also ich, ehrlich gesagt, ich würde ungern jetzt nach München ziehen, weil München A sehr teuer ist. Ist noch teurer als Hamburg, glaube ich. Und ja, ich wäre schon froh, wenn ich lieber irgendwie, wenn ich in Hamburg bleiben könnte. Und vielleicht, wenn ich als nächstes nicht direkt wieder eine Soap drehen würde. Ich würde es aber auch nicht ablehnen, glaube ich. Also ich glaube, wenn man mich fragt, sage ich wahrscheinlich ja. Vielleicht fragt man mich ja nicht, dann muss ich die Entscheidung nicht treffen. Grundsätzlich ja, es ist aber jetzt nicht meine Lieblingsserie. Das kann ich auch so sagen. Genau. Achso, das nächste war auch, was halten deine Freundinnen davon, dass du bei Rote Rosen mitgespielt hast? Och, die finden das gut. Also das, ich weiß genau, meine Freunde gucken Rote Rosen nicht. Sie sind wahrscheinlich nicht die Zielgruppe. Ab und an sagt man doch jemand, hey, ich habe Rote Rosen gesehen, toll. Also, ja, nee, die freuen sich natürlich für mich, weil es immer schön ist, wenn mal wieder also jemand einen festen Job hat. Ich muss dazu sagen, ich habe viele Schauspielfreunde und die kennen das Metier natürlich und wissen selber, wie hart es manchmal sein kann. Und man hat dann länger mal wieder keinen Job. Und wenn dann jemand eine feste Rolle kriegt, dann freut man sich natürlich füreinander. Ja, und Gott sei Dank habe ich auch Freunde, die nicht neidisch sind. Glaube ich jedenfalls. Also wir gönnen uns das immer gegenseitig. Und wenn man sich gegenseitig helfen kann, auch irgendwie an Rollen zu kommen, dann macht man das auch. Und ich finde, das gehört sich auch so. Ja. Magst du Harry Potter? Ja, ich liebe Harry Potter. Ich weiß nicht, ich muss mal ganz kurz gucken. Moment, zeig euch mal was. Tada! Ich habe hier letztes Jahr zu Weihnachten die Harry Potter Gesamtausgabe in Blu-ray bekommen von Ben. Mich sehr gefreut, obwohl wir uns nicht schenken wollten. Aber er hat mir wieder was geschenkt. Und ja, alle Harry Potter, weil er weiß, wie sehr ich Harry Potter liebe. Und ich habe sogar so ein, ich weiß nicht, wo das ist. Ja, ist ja auch egal, ich habe sogar so ein riesiges Buch so ein, über die Dreharbeiten von Harry Potter und so. Also ja, ich liebe das, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war auch so das erste dicke Buch, was ich als Kind, war ich da noch ein Kind? Ja, ich war in der 7. oder 6. Klasse. Das war so das erste richtig fette Buch, was ich gelesen habe. Ich muss mal weg. Ja, ich habe mir viel Lesen früher immer ein bisschen schwer, weil ich ja Legasthenie habe. Und ich habe mich da immer ein bisschen vorgedrückt, so richtig lange dicke Bücher zu lesen. Aber Harry Potter hat mich echt gereizt. Und danke J.K. Rowling, da, durch dich habe ich lesen gelernt, hätte ich fast gesagt. Nee, ich konnte schon vorher, aber ich habe die Lust gehabt, dicke Bücher zu lesen. Und jetzt lese ich sehr gerne inzwischen. Genau, also Harry-Fan. In welcher Serie, Film würdest du gerne mal mitspielen? Ich glaube, das habe ich irgendwie schon mal beantwortet. Ja, da gibt es eine ganze Menge tolle, neuer, auch deutscher Serien, die ich ganz toll finde. Dark finde ich gut. Ich mag Stranger Things. Ja, das ist nicht deutsch, aber ist eine gute Serie. Babylon Berlin, wieder deutsch. Und ich gucke auch gerade The Crown. Da habe ich übrigens auch mit synchronisiert. Bin ich ganz stolz drauf. Ich habe da winzige Rollen gesprochen. Aber ich fand es richtig toll, in so einer coolen Serie auch mal mitsprechen zu dürfen. Also ja, ich glaube, habe ich schon mal erwähnt, Serienfan und ich würde sehr gerne schöne Serien drehen. So, jetzt kommt von Patrick Piel,
oder Pill, ich bin mir nicht sicher. Liebe Henrike, ich bin selbst in einer Theatergruppe und ich hätte mal so richtig Lust auf einen Schauspielworkshop. Gibt es sowas auch für nicht gelernte Schauspieler? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Lieber Patrick, hier ist deine Antwort. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, es gibt auch Schauspielworkshop für Nicht-Schauspieler. Also zum Beispiel mein bester Freund Andi, der leitet das Theater Lauenburg. Und ich weiß jetzt nicht, doch, der hat eine freie Theatergruppe mit Nicht-Schauspielern, die da immer spielen am Theater. Und ich glaube, der leitet auch Workshops für Nicht-Schauspieler an der Volkshochschule, soweit ich weiß. Also sowas gibt es. Da musst du einfach mal googeln. Aber da wirst du auf jeden Fall was finden. Das bieten ganz, ganz viele Leute an, da bin ich mir sicher. Klar gibt es auch immer mal Workshops für wirklich ausgebildete Schauspieler. Da würde ich dann jetzt vielleicht an der Stelle nicht unbedingt teilnehmen. Da würde ich fast tippen, dass die dann ein bisschen arrogant reagieren, die Schauspieler. Aber weiß man auch nicht. Vielleicht sind sie auch nett. Aber du wirst bestimmt was finden. Musst du mal googeln, wird es auf jeden Fall geben. Dann fragt Richard Ulich, spielst du lieber gute oder böse? Oder macht ihr beides Fun? Okay, also gut oder böse, würde ich spontan immer böse sagen, macht einfach, glaube ich, mehr Spaß. Das hört sich immer so doof an, aber es ist halt einfach, es ist einfach witzig, Sachen zu machen oder machen zu dürfen, die man im wahren Leben nicht tun darf. So, und das macht Spaß und ja, also ich würde, glaube ich, immer böse sagen. Ich hatte sogar schon mal die Wahl. Ich durfte mal bei Großstadtrevier war das, da war ich auch noch relativ jung, da war ich beim Casting und da kristallisierte sich schon so raus, dass ich es wohl werden würde oder so. Und da hat der Regisseur mich gefragt, welche Rolle möchtest du denn lieber spielen? Also es gab da einmal die gute und einmal die böse. Die böse Rolle war sogar ein Tick kleiner. Und ich habe trotzdem gesagt, ich möchte bitte die Böse sein. Oh, ich will die Böse spielen, weil das durfte ich da vorher noch nicht. Und ich habe dann die böse Rolle bekommen. Fand ich total toll. Also ich durfte da coole Sachen machen. Also ich habe ein Mädchen entführen lassen, weil die in den gleichen verliebt war wie ich. Und dann habe ich meinen Kampfhund auf die Polizisten gehetzt und so. Seit wann kannst du dir denn solche Klamotten leisten? Bin ich bei dir echt overdressed. Los, wir gehen. Kerstin Meier? Meine Eltern sind nicht da. Wir wollen zu dir. Rocco! Ich glaube, wir sprechen uns noch. Kann ich mir nicht vorstellen. Also das war eine richtig coole Rolle. Und klar, will man sowas spielen. Und nicht die Nette, die dann entführt wird und leidet und so. Also ja, lieber böse als gut. Lone Henny fragt, macht es dich glücklich, dass man dir immer so liebe Kommentare schreibt? Ja, natürlich. Das finde ich total. Also ich bin immer ganz, ganz gerührt, dass überhaupt so viele Leute immer so lieb schreiben und so. Klar, finde ich toll. Wer freut sich denn nicht über liebe Kommentare? Also selbstverständlich freue ich mich. Okay, Ben Bernschneider fragt, ich hätte da eine Frage. Steht da eine Kerze auf meinem Drucker? Jetzt nicht mehr. Also, kurze Erklärung. Ben Bernschneider ist mein Mann. Und in dem Video, wo ich euch gebeten habe, mir Fragen zu stellen, da stand hier auf dem Drucker eine Kerze und die war an. Und das geht natürlich nicht. Ja, also sie ist nicht mehr da, die Kerze. Aber es war eine da. Ich gebe es zu. Justin Huck fragt, wirst du weiter als Schauspielerin arbeiten und wenn ja, wo? Also, auf jeden Fall, um Gottes Willen, ich will hoffen, dass ich weiter als Schauspielerin arbeite, denn es ist mein Hauptberuf und mein einziger Beruf. Also ja, ich werde weiter als Schauspielerin arbeiten, komme, was wolle. Und wo, kann ich dir nicht sagen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass irgendwann nach Weihnachten oder im neuen Jahr
wieder neue Anfragen kommen. Also das Ding ist immer so, kann ich euch mal erklären, meistens in der Winterzeit passiert sehr wenig in der Filmbranche. Also da kommen wenig neue Anfragen, weil im Winter einfach nicht so viel produziert wird wie im Sommer oder Frühjahr oder Herbst. Das ist so, ich habe keine Ahnung, wegen der Witterung vielleicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist so, dass die meisten Schauspieler, gerade wenn man im Fernsehen arbeitet, gucken müssen, dass sie im Laufe des Jahres so viel verdienen, dass sie im Winter nicht so viel arbeiten müssen. Also dann, man kann sehr gut synchron machen im Winter, es sind gute Monate dafür. Aber ansonsten drehen wird man im Winter eher weniger. Das ist leider so. Man kann dann meistens sehr gut Theater spielen. Also ich habe die letzten Jahre eigentlich immer im Winter Weihnachtsmärchen gespielt. Dieses Jahr habe ich es irgendwie nicht gemacht. Aber ich habe dann ja zwischendurch auch diese Werbung gedreht und so. Also ich komme noch aus. Und ja, also wenn jetzt weiter keine Filmangebote kommen, dann werde ich auch zusehen, dass ich wieder Theater spiele. Genau, aber ich werde sicher weiter als Schauspielerin arbeiten. Da bin ich mir ganz sicher. Over the Rooftops fragt, warst du oder bist du manchmal genervt von deinen Rollen oder deren Klamotten? Also dachtest du dir zum Beispiel bei Rote Rosen manchmal, boah, Jacqueline, bist du eine Zicke. Das finde ich lustig. Und ja, klar, also ich meine, wir schreiben die Rollen ja nicht. Und es ist auch nicht so, dass man immer jemanden spielt, der... den man perfekt findet. Das ist ja Quatsch. Also man findet sich selber ja auch manchmal blöd. Also bei mir ist das jedenfalls so. Doch, klar. Also ich muss dazu sagen, Jacqueline war ja auch zuerst viel zickiger angelegt, als sie dann sich nachher entwickelt hat. Also ich denke, das kann man auch, kann ich sagen, sie war eher als Antagonistin gedacht. Und ja, das, da gab es auch diese Rollenbeschreibung, die ist, glaube ich, auch immer noch irgendwo im Internet, auf der ARD-Seite sogar. Da stand so ein bisschen, wie sie sich entwickeln soll, und das wäre halt nicht positiv gewesen. Also ich bin mit dem Gedanken in dieser Serie eingestiegen, dass das eine Antagonistin und eine Zicke wird. Und so habe ich sie am Anfang bestimmt auch gespielt. Und deshalb, glaube ich, mochten mich dann auch ganz viele überhaupt nicht. Und dann haben dann gesagt, ach, nachher war sie ganz nett. Das war so gewollt. Also, beziehungsweise sie haben während der Dreharbeiten entschieden, dass Jacqueline doch eine gute wird und keine böse. Und dass sie halt so der gute Part von Patrick wird. Und ja, das ist ganz interessant. Und klar fand ich auch immer, oh Gott, wie reagiert die denn jetzt um dieses blöde Getue mit diesem Channel? Also, oh Gott, jetzt mache ich es ja auch, aber ich hoffe ein bisschen anders. Also, ich fand ja auch, ich habe das ja viel zu drüber gespielt. Also dieses ganze, hi Leute, ich bin's mal wieder, eure JC. Das war ja gewollt, das sollte ja so sein. Immer ein bisschen nervig und ein bisschen oberflächlich. Also, und klar hat man dann gedacht, um Gottes Willen, was ist das für ein Blag? Aber man spielt ja nicht sich selber, man spielt ja eine Rolle und so soll es ja sein. Also da kann man sich drüber ärgern und sagen, mein Gott, ist die blöd. Und auch, dass sie dem Patrick immer hinterhergerannt ist, obwohl er sie so schlimm behandelt hat. Das würde ich ja selber nie machen. Klar denkt man, da ist die dumm, wieder zu dem zurückzugehen. Also ich hätte es nicht gemacht. Waren wir nicht verabredet? Ja, aber ich habe dir auch gesagt, ich rufe dich an. Und wollen wir heute Abend ins Kino gehen? Keine Lust, ich muss arbeiten. Wie, sind wir nicht verabredet? Ey, sag mal, wenn du keinen Bock hast oder deine Arbeit jetzt wichtiger ist... Dazu, mir ist das momentan ein bisschen zu kompliziert mit uns. Okay? Sorry. Ich melde mich bei dir. Du lenkst mich ab. Deinetwegen mache ich Fehler. Deinetwegen konnte ich mein Familienerbe nicht retten. Du bringst mir nichts als Unglück! Patrick. Du bist ein toller Mensch. Du musst es nur selber auch glauben. Du wirst mich nicht los. Wir stehen das zusammen durch. Aber Jacqueline hat es getan und es kam dann ja wohl am Ende auch ganz gut an. Aber ich kann sehr gut verstehen, dass die Leute dann auch genervt sind und ich war auch genervt. Das kann ich, glaube ich, so sagen. Ja. Und Klamotten, ja, die... ist ja nicht mein Stil, es ist ja Jacquelines Stil und ich fand viele Sachen sehr schön, aber auch nicht alles und also vieles hätte ich auf keinen Fall selber angezogen. Ja, naja.
Aber wie gesagt, es ist eine Rolle und es ist nicht mein Stil oder mein Charakter. Ja, das war es jetzt erstmal für heute. Ich habe, glaube ich, schon wieder viel zu lange geredet. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Teil oder beim nächsten Video. Vielleicht fällt mir auch zwischendurch mal was Neues ein. Und ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Bis dann! Herzlich.